Ernst August Wagner wurde am 22. September 1874 in Egolsheim geboren. Sein Vater war früh verstorben und seine Mutter hatte von da an mehrere Liebhaber. Als Erwachsener wurde er Lehrer und galt als angesehener Bürger. Er schrieb mehrere Dramen und hatte später Frau und 4 Kinder. Von seinem Umfeld unbemerkt begann er um 1901 herum einen starken Verfolgungswahn zu entwickeln. Wagner fühlte sich verlacht und verspottet. Er unterdrückte seine Homosexualität, was seinen Zustand noch verschlimmerte. Heimlich machte er Schießübungen im Wald. Am Morgen des 4. September 1913 schließlich erschlug er seine Frau und seine Kinder mit einem Knüppel. Mit der Bahn fuhr er nach Mühlhausen an der Enz. Er gab mehrere Briefe auf und besuchte seinen Bruder. In der Nacht steckte er 4 Häuser in Brand und wartete darauf, dass die Bewohner flohen. Er schoss auf die Fliehenden und tötete so 9 Menschen und verletzte 11 weitere. Unter den Toten befanden sich auch 3 Mädchen. Er konnte von Anwohnern überwältigt werden und in Heilbronn ins Gefängnis gebracht werden. Es stellte sich heraus, dass er geplant hatte, noch seine Schwester und deren Familie zu töten. Wegen Unzurechnungsfähigkeit wurde das Verfahren eingestellt und Wagner in eine Heilanstalt in Winnenden eingewiesen. Das war erstmalig in der württembergischen Kriminalgeschichte. 1938 starb Ernst August Wagner an Tuberkulose.